So. Hoffentlich letzter Part, ne? Denn wir haben das Spiel ja letztes Mal in Anführungszeichen durchgespielt. Und dann wurde uns ein kleiner Teaser gezeigt. Nämlich das Plateau. So. Ich habe auch ziemlich viel gelevelt und ein paar Sachen gecraftet. Let's go. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Bin auch fast mit den Mini-Medaillen fertig. Nur die letzten kriegst du halt im neuen Ort. Und das zeige ich ja nicht, ohne zu streamen. Da ist es schon. Zack, perfekt gelandet. Perfekt. Da ist die Markierung. Mal gucken, was uns erwartet. Keine Karte, okay. Hoffentlich wird es nicht so schwer. Ich habe auch ordentlich vorgelevelt. Zum Glück gibt es einen Vorspul-Button, sonst hätte es ewig gedauert. okay. Einmal rum, oder was? Ne. Links geht's weiter. Aber geht's hier auch weiter? I don't know. Rechts. Wenn es da rausgeht, gehen wir wieder zurück. Achso, ja, Schutzaura hatte ich ja an. Stimmt. Hab gerade eben noch ein bisschen gecraftet. Da fuck seid ihr für Typen? Testen wir direkt mal aus, was sie können, ne? Kaboom. Stimmt, habe ich überhaupt die Waffe schon gewechselt? I don't know. Oh, Tanky sind hier schon mal. Und das überlebt er auch noch. 88 Schaden, ach du Kacke. Immerhin einer da. Jo, beide da. Wie viel XP kriege ich? 1244, okay. Aber da habe ich überhaupt die richtige Waffe ausgerüstet. Nee. Ausrüsten. Let's go. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig bin, aber... Da geht's runter. Ist da was? Ne, ich gehe dann kurz zurück, weil links könnte ja etwas sein. Deswegen spulen wir ein bisschen vor. Weiter, weiter. Zack. Nö, tschüss. Wir wollen nicht zu lange hier sein. Nein. Hoffe ich leckt es nicht zu sehr. Ist jetzt gut. Da geht's auch weiter. Okay, dann, machen wir jetzt lieber normaler Geschwindigkeit fliehen. Dann gehen wir erstmal doch links. Immer noch nichts. Okay, weil rechts ging es auch irgendwo weiter. Müssen wir halt jetzt auf Glück hoffen. Nö. Kämpfen wollen wir nicht. Wir haben schon genug gelevelt. Wir haben genug gelevelt. Und hier sind Zeichnungen von Drachen. Und mein Kopf brummt. Da ist eine Truhe. Sag mal jetzt nicht, da kommt man nur hin, wenn man... Oh, was? So, tschüss. Warte, Handy soll ich mal auch weglegen, bevor es laut wird. So.
Das sieht komisch aus. Da kann man auch lang. Flüssig-Metallrüstung, what? Hat schon eine davon? Hä, wo ist sie jetzt? Bin ich doof? Da. Transfer. Habt ihr 3 Stück davon? Stimmt, die sind ja stärker als... Ja. So, tauschen wir. Ja. Stimmt, ich könnte mal die Rüstungen dann allen geben. So, und zwar tauschen wir das mit das hier. Ja. Und dann... Warte. So. Transfer. Jengas. Und ausrüsten. Ja. Let's go. Geht's hier weiter? Nö. Also wir sind vielleicht doch richtig gelaufen. Hatten Glück. Gut, dass ich als erstes nach links gelaufen bin. Aber wir spulen ein bisschen vor. Und die greifen natürlich als erstes an. So. Ja, ja. Warte mal. Heilige Schutzaura, damit die nicht so schnell nerven. Ach so, die ganze Zeit nerven. Ja, ja. Du. Ne, da kann ich mich nicht durchquetschen. Und wir sind fast durch. Jawohl. Meine Internetverbindung, also meine Upload ist sehr instabil. I don't care. So. So, hier müssen wir hoffentlich richtig sein. Irgendwo war ja die Truhe. Wir können ja... Wir können links oder rechts, wir gehen jetzt mal nach links. Upsala. Kurz dagegen geknallt. So. Alles soweit so gut. Da ist eine Truhe. Nice. Gut, dass ich die richtige Richtung ausgewählt habe. Ja, was kriege ich hier? Talentsamen. Nice. Ich muss mal irgendwann mehrere Talentsamen farmen. Damit ich irgendwann alle Max kriegen kann. Wäre schon cool. Alle Skills im Spiel zu haben. Aber das dauert ja lange. Die Trollbosse droppen die meistens. Oder halt Gegner, die wir hier sehen werden. Noch nicht in dieser Höhle wahrscheinlich, aber darauf hinaus. Ach, darüber hinaus meine ich. Sehen wir die vielleicht. Ziemlich langer Weg, Alter. Ich hoffe, ich laufe auch richtig. Jetzt kann ich links oder rechts auswählen. Wir gehen mal rechts diesmal. Und da geht es weiter. Eieiei. Und wir haben hier den richtigen Weg gewählt. Nice. Es läuft heute, es läuft. Thanatos-Schild, nice. Brauche ich irgendwann, um was zu craften. Kann ich mal kurz angucken. Ist wahrscheinlich auch verflucht, soweit ich weiß. Eine unheilvolle, von Aura umgebener Schild, ja. Alles gut. Du.
Okay, hier geht's schon mal runter. Hoffentlich auch raus. Ja, es geht raus. Oder vielleicht auch nur temporär raus. Da ist eine Truhe. Da ist auch eine Truhe. Eine oder zwei. Sieht aus wie zwei. Im Hintergrund. Sind das zwei? I don't know. Und hier ist nichts. Außer ein Weg nach unten. Ja doch, da ist auch was. Sicher ist richtig, dass da zwei sind? Ne, jetzt sehe ich nur eins. Okay. Und Giftpfützen. Ach ja, stimmt. Wie viel Leben hat er noch? Genug. Einmal hier durch. So. Oh, nice. Pandora-Büchse. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer das ist, aber let's go. Schmurge und Seraphenpfeil. Bonk. Jawohl. Und verfehlt, toll. 90 Schaden. Wow. Aber da. Und ich krieg nichts. Okay, ich dachte, ich krieg ein Item oder so. Okay, alles noch gut. Gift macht genauso wenig Schaden wie damals. Ja, ja. Wir lassen erstmal Schutzaura laufen, um zu gucken, was wir hier für Gegner antreffen. Ob das die gleichen von vorhin sind. Links und rechts. Ich gehe als erstes nach rechts. Und Höllenschleicher. Nö. Keine Lust auf euch. Keine Lust. Bin ich hier richtig? What? Okay. Nein, ich bin hier falsch. Gut, dass man das sehen konnte, weil dann gehe ich jetzt mal zur anderen Richtung. Nö, kein Bock auf dich. So. Lauf, 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 lauf. Hä, never mind. Das war richtig. Da gab es nur eine Richtung. Okay, ich dumm, dumm. Ja, ich merke schon. Die Nerven. Aber ich warte mal, bis wir besondere Gegner antreffen. Deswegen will ich noch keine heilige Schutzaura benutzen. Stampf, stampf, stampf. Hm. Tschüss. So, da ist eine Truhe. Die gönnen wir uns. Schnabulieren wir. Und wir kriegen Elfenelixier. The fuck is that? Hatten wir schon mal anscheinend. Sonst wäre es ganz weit hinten. Da. Schält hier komplett wieder her. Oh, not bad. Nö, keine Luft. Wir müssen ja euch nicht weiter. Büchsen der Pandora. Und tschüss. Sollen wir noch die Truhe hier uns gönnen? Und es war in Wahrheit auch eine Büchse der Pandora. Nevermind.
Metallkönigsspeer, uiuiui. Transfer. Der mächtigste Speer überhaupt. Er kann beinahe jedes Material durch... Oh. Ja, nice. Gönnen wir uns. Ausrüsten. Perfekt. Wir haben jetzt das stärkste Speer in-game anscheinend. Sieht doch cool aus. Nö, auf euch habe ich keine Lust. Tschüss. Wir wollen doch mal das neue Gebiet entdecken. Ich will Drachen sehen. Was? Sind wir mit... was? Okay. Schauen wir mal. Noch mehr Dungeon. Nice. Ohne Karte, ohne nichts. I like it. Not. Come on, lass mich in Ruhe, guys. Oh, hier wird's offen. Hier gibt's ein bisschen Gras. Das ist ein Grab, okay. Es ist ein Grabstein. Die Inschrift lautet: Dies ist die letzte Ruhestätte meines geliebten Eltrio. Möge er in Frieden ruhen. Eltrio? Who the fuck is Eltrio? Immerhin neue Gesichter. In Anführungszeichen neue Gesichter. Stampf, 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 Alter. Wie lange noch? Alter, links oder rechts? Rechts erstmal, in der Hoffnung, dass da eine Truhe ist. Mit. Todeskönige. Und die greifen plötzlich an, nice. Und? 22, okay. Halb so wild. Braus. Oh. Ja, ist okay. Das ist ja okay. Tschüss. Warum kann man hier einen Abstecher machen? Hier ist ja nichts. Vielleicht irgendwann mal ist da was. Okay. Sind die alle low? Nö, die haben noch genügend Leben. Immer die gleiche Scheiße. So, aber guck mal. Oh, jetzt wird's hell. Die Musik ändert sich. Und hier ist ein Tor. Dragovianer Zufluchtsstätte. Okay. Immerhin haben wir jetzt einen neuen Ort gefunden. Und wir betreten ihn zum ersten Mal. That gate's a whopper, isn't it? Wonder what's behind it, eh? It won't move an inch. What do we do now? Well, we can't just turn back. Come on, someone must have a bright idea. Interessant. Munchkin oder wie der auch hieß, oder Munchki, hat das Tor für uns geöffnet. Welcome to the Dragovian Sanctuary. We Dragovians are capable of existing in two forms, human and dragon. I am Chen Mui, a Dragovian elder. I'll be your guide here. It has been many hundreds of years since humans last set foot within the sanctuary. Your sudden appearance may shock some Dragovians. That is why I would like to accompany you.
You may feel uncomfortable at being escorted, but I pray for your understanding in this matter. Okay. Ich nehme an, die Existenz der Dragovianer war eine ziemliche Überraschung für euch. Ja, das verstehe ich durchaus. Das Leben steckt voller Überraschungen. Ich hätte nie geglaubt, dass Menschen durch das Labyrinth zur Zufluchtsstätte finden würden. Das war also Munchkin, unser geliebter Freund, den wir nie benutzt haben, weil ich erst später herausgefunden habe, dass man mit Käse ihn füttern kann. What's this? What happened? The sanctuary wasn't like this when I left. Wurde irgendwas zerstört? Der sieht kaputt aus. Are you humans? Ja. Well, it doesn't matter. We're dying out anyway. Tell me, what is going on? What in the world happened here? Ah, Master Chen Nui. I see you have returned to us. You have my sympathies. You've arrived just in time to witness the end of the Dragovian race. The end of the Dragovians? Things are even worse than they appear. We had better visit the other elders. We must get to the bottom of this. Okay. Aber erstmal schauen wir uns die Shops an. Bevor wir weitergehen. Kannst du es aufheben? Nö. So. Hallo. Erstmal endlich mal neue Gesichter. Nicht immer die gleichen. Gleich genutzt. Ach, wiederverwerteten Gesichter oder Modelle. Es tut mir leid, aber das Gesetz der Zufluchtsstätte verbietet es mir, mit Menschen Handel zu treiben. Mit einem Sondergenehmigung des Rats der Ältesten wäre es vielleicht möglich. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht und ich muss euch daher bitten zu gehen. Oh, okay. Aber ne, immerhin hat ein Priester hierhin gefunden. Mal gucken, wie der aussieht. Ist das? Ja. Erstmal speichern. Monk. Steinsalz. Stimmt, ich muss da alles ja kaputt machen. Es ist viele Jahre her, dass ich zuletzt einen Menschen gesehen habe. Und damals war es auch nur ein Toter. Habt ihr den Grabstein auf eurem Weg hierher gesehen? Dort wurde seine Leiche gefunden. Das war vor ungefähr 20 Jahren. Er war ein junger Mann und er schien einer königlichen Familie anzugehören. Oh. Ich habe den Namen vergessen, aber älter oder so, wie der hieß. Oh, nevermind. Priester gibt es hier nicht, außer die hier vielleicht. Die große und gnädige Göttin heißt Menschen und Dragovianer gleichermaßen willkommen. Wie kann ich helfen? Speichern natürlich. Mhm. So. Yes. Und weiter. Da müssen wir mal herausfinden, was passiert ist. Aber erstmal looten und leveln. Oder eher gesagt, nur looten. Da. Mini-Medaille. Yes. Perfekt. So. Wir können mal hier reinschauen. Okay, jetzt benutzen die gleichen Modelle doch mehrmals. Ich nehme alles zurück.
Flasche frische Milch. Und frische Milch. Sorry, dass das glauben musste. Ist das eine Truhe? Die kann ich nicht öffnen, toll. Aber hier ist eine Tasche. Nix. Doch, ohne metallige Asche. Qualitätsschimmel, okay. Und hier sind noch zwei Dinge. Hoffentlich wecke ich den nicht auf. Bonk, Mini-Medaille. Und nichts. Ja, Kopf aufgeschlagen. Okay, hier gab es nur ein paar Sachen. Da geht's hoch und da geht's rein. Wir gehen jetzt mal hier runter. Sieht aus... Oh. Dieser Weg führt lediglich zu meinem Haus. Bevor wir dorthin gehen, muss ich herausfinden, was mit der Zufluchtsstätte geschehen ist. Wir müssen mit dem Rat des der Ältesten sprechen. Okay. Bevor wir da hingehen, will ich aber noch ein bisschen scouten. Ah ne, hier waren wir schon. Nevermind. Genug gescoutet. Weiter geht's, oder? Da kann man irgendwann hin, okay. Master Chen Mui, what a surprise. It has been many years. When did you return? Save the pleasantries. You must tell me what is happening here. I apologize. That's a matter for me to discuss with the council elders. Pray, let us pass. Most honored Chen Mui, you may pass, but I cannot permit the humans to enter the council chamber with you. We are facing a dire crisis, and you stand on formalities? I will take full responsibility for my guests. Now move out of my way at once. It appears your mind is made up, Master Chen Mui. In that case, please, enter. Okay, das ging ja einfach. What is this? The Council of Elders is in session. Ah, if it isn't Chen Mui. It is indeed. Welcome back to the council, Chen Mui. Thank you, but let us save the pleasantries for later. First, tell me how the sanctuary could have fallen into this state. Yes. I forgot that you left before the ritual was carried out. Very well. Let me tell you how all this came about. Just after you left Chen Mui, the Lord of the Dragovians came to a momentous decision. As of course you know, we Dragovians are both human and dragon. He decided the time had come for us to abandon our human forms once and for all. What? Preposterous! Does such a ritual really exist? Our Lord ascended the heavenly dais to test the ritual on himself first. Once it was completed, our Lord became a dragon once and for all. Or so he thought. In fact, the ritual failed. As you know, it consumes a great deal of energy for us to remain in our dragon forms. The ritual compensated for this by replenishing the energy from the ambient surroundings. In other words, our Lord began to absorb the energy of his fellow Dragovians. We are slowly being consumed by his unending hunger for energy. Thus,
The sanctuary has fallen into discord and disarray. As soon as we realized the ritual had failed, we appeared before the Lord of the Dragovians to plead with him to reverse it. But the ritual appears to have affected his mind as well. In his current state, he cannot be reasoned with. What now sits upon the heavenly dais is not the Lord of the Dragovians, but a savage, uncontrollable monster. He attacked us. We had no choice but to withdraw. And soon the sanctuary of the Dragovians will be no more. I can put it no more plainly than that. I see. It appears terrible events have unfolded during my absence. Chen Mui, I meant to ask earlier, but who are your companions? They appear to be humans, if my eyes do not deceive me. I mean no rebuke, I am simply curious. Your eyes do not deceive you. These humans intend to confront the Lord of Darkness, Rapthorn. Indeed. Is he? There will be time for that later. They plan to confront the Lord of Darkness, you say? If that is the case, they have arrived at a most fortuitous point in our conversation. But can we really entrust such an important task to outsiders? Outsiders? Perhaps you should introduce yourselves to the Council of Elders. Okay. Obwohl wir nicht am Kampf gegen den Fürsten der Finsternis beteiligt waren, sind wir uns durchaus bewusst, wie mächtig Rapthorn ist. Ihr seid bloße Menschen und dennoch wollt ihr euch ihm entgegenstellen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Es gibt eine Möglichkeit, den Fürsten der Dragovianer aus seinem Irrsinn zu erretten. Und zwar, indem ihr ihn im Kampf besiegt. Wenn er fällt, wird er wieder seine menschliche Gestalt annehmen und zu Sinnen kommen. So steht zu hoffen. Folglich haben wir eine Versammlung einberufen, um einen tapferen Krieger aus den Reihen unseres Volkes zu erwählen, der in einem Einzelkampf gegen den Fürsten der Dragovianer antreten soll. Doch wir sind zu dem unausweichlichen Schluss gekommen, dass sich in einem unserer gegenwärtigen Lage niemand unter uns befindet, der solch eine Auseinandersetzung überleben könnte. Oh, ihr seid Ratchet, nicht wahr? Ist er nicht zu einem stattlichen jungen Mann herangewachsen? Was? Wett? Okay. Egal von welcher Seite man es betrachtet, für unsere Dragovianer ist es nur natürlich, sowohl eine menschliche als auch eine Drachengestalt zu besitzen. Die Entscheidung unseres Fürsten, seine menschliche Gestalt bei jeder Vernunft aufzugeben, ist die Wurzel der Tragödie, die uns befallen hat. I see. It would take powerful warriors indeed to overcome the strength of the Lord of the Dragovians. Which makes these humans perfect for the task. Indeed, their valor has been acknowledged by none less than the godbird Imperia. The godbird Imperia? I hesitate to ask any more of you when you already journey under such a terrible burden. But before you confront Rapthorn, I would ask that you face the Lord of the Dragovians. Think of it as a personal request from me. Will you accept? Yeah. I had faith in you from the very start,
Simply hearing that lifts my spirits immensely. Please, come to my home, where I will prepare a cheese banquet suitable for great heroes such as yourselves. Nice. Nice. Erstmal kurz gucken, was es hier zu finden gibt. Okay, wir gehen erstmal in sein Haus dann, okay. Es scheint, als ob der Weg blockiert sei. So. Master Chen Mui, you finally return. I have looked forward to this day. Ah, yes. Thank you for watching over things in my absence. I brought some human guests with me today. I want you to make sure they are comfortable. Guests from the human world? Do you mean one of them is Miss Shias? Shias? Why don't you begin preparing tonight's meal? Of course, Master. A cheese banquet, I presume. I'll begin preparations right away. Please, make yourselves at home. Okay. What a spread, eh? I don't think I've ever eaten that much cheese in my whole life. Not that I'm complaining, mind. That was good grub. I'm just feeling a bit cozy round the old midriff. That's Yangus, always thinking with his stomach. By the way, there's something about this Chen Mui fellow that sticks in my mind. Lol, das wird nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber Jessicas Animation wurde irgendwie gecuttet und dann resettet sie sich. We only just met him today. How does he know so much about us? Das war doch unser Hamster. Actually, I found the attitude of the elders even more bizarre. It was as if they'd known about you for a long time. You reckon? I dare notice nothing weird. But if it's bugging you, eh? Why don't you ask that old Shem Wasset bloke, eh? You know, for once, I actually agree with you, Yangus. I seriously doubt he'll spit out the truth there and then. But it can't hurt to try. Hier ist die Sonnentruhe und... Lässt sich nicht öffnen, was? Okay. Mini-Medaille, nice. Wir können vielleicht zum Schloss von der Prinzessin. Wir haben jetzt 3 Stück gefunden. Heißt, wir hätten dann 110 und hätten das letzte. Bup. Bup. Himmlischer Käse. Aber Moment mal, Moment mal. Die haben gesagt, dass der Bustier... Wo ist das überhaupt? Habe ich überhaupt gar nicht mehr ausgerüstet. Die krasseste Rüstung sein soll, aber ich finde die komisch. Wo ist sie? Nee, nicht das, oder? Das hier, aber hat nur eins. Du wirst verstehen, welche Gefahr davon ausgeht, wenn Jessica es erst einmal anhat. Ich kann mal kurz nachgucken, was das ist. Weil das hat halt nur eine Abwehr, deswegen frage ich mich halt. Ja, nee. Haben wir aber was Besseres für sie? Das ist halt die Drache. Nö, egal. Let's go. Und zwar runter. Wo ist der? Chen Mui. Oh, hier sind Töpfe. Konzentriertes Käse und eine Mini-Medaille. Nice. Wir können echt zur Prinzessin Mini.
Da ist er. Ihr seht aus, als hättet ihr etwas auf dem Herzen. Kommt schon, raus damit. Aha, ihr fragt euch also, wie es kommt, dass wir so viel über euch wissen. Tja, das ist kein Wunder, aber ich muss euch leider bitten, euch noch etwas zu gedulden. Im Augenblick solltet ihr euch auf die Aufgabe konzentrieren, die vor uns liegt. Wir müssen den Fürsten der Dragovianer wieder zur Vernunft bringen und die Dragovianer Zufluchtsstätte retten. Sobald ihr diese Aufgabe erledigt habt, werde ich jede einzelne eurer Fragen beantworten. Das verspreche ich euch. Okay. Schluck auf, Schluck weg. Und dann gehen wir halt raus und begeben uns auf den Weg. Hey Chef, ich denke, heute ist schon ein bisschen spät, um noch was auszurichten, oder? Achso, der will pennen, okay. Dann gehen wir pennen. Ja. Awake already? How do you feel? Did you sleep well? Yeah. Glad to hear it. I'm counting on you. Today you will visit the heavenly dais. The path is a labyrinth. The entrance lies beyond a portal, beneath the council chamber. Okay. Wir können aber erstmal hier raus auf den Balkon. Und er folgt uns, okay. Ich will ja nichts klauen, keine Sorge. In seiner Drachengestalt wird der Fürst der Dragovianer zweifellos der mächtigste Gegner sein, mit dem ihr es je zu tun hattet. Doch ich glaube, dass ihr jedes Hindernis überwinden könnt. Ich vertraue darauf, dass ihr meine Erwartungen übertreffen werdet. Denn ich weiß, dass ihr bislang schon mehr als genug mächtige Gegner besiegt habt. Ja, das ist halt der Hamster. Unser Munchkin. Kann ich das jetzt öffnen? Nö. Okay. Gehen wir dann kurz zur Kirche. Speichern und machen uns auf den Weg zum Lord. Zum Drachenlord. Nach oben. Ja. Einmal bitte speichern, please. Yes. Fast 115 Stunden, nice. Das Spiel bietet einiges. Trotz des Alters kann man echt viel machen hier. So. Auf zum Drachenlord. Ich bin falsch. Es war hier oben. Huch. Es war ein Fehler, dass ich mich euch gegenüber so kaltherzig verhalten habe. Es tut mir so leid. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass Angehörige einer anderen Rasse einmal ihr Leben für uns riskieren würden. Es ist wirklich unglaublich, ich habe euch Menschen unterschätzt. Ach ja, bevor wir weitergehen. Hoffentlich können wir jetzt was kaufen. Und kurz was trinken. Kann ich jetzt was kaufen? Upsala. Die Ältesten haben mich darüber informiert, dass ihr beabsichtigt, den Fürsten der Dragovianer herauszufordern. Mein bescheidener Laden steht euch zur Verfügung. Nice. Nice. Drachenkot.
Nee. Zauberwaffe, eine heilige Asche. Oh nice, die kann man hier kaufen, ist schon mal gut. Nichts Besonderes hier, okay. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Kann ich hier was looten? Mini-Medaille, nice. Sorry, muss ein paar Sachen kaputt machen und in die Beutel reingreifen. Zäher Käse. Und hier war nichts, okay. Dann auf zum Pfad. So. Hinter dieser Tür liegt der Pfad zum himmlischen Podium. Ich habe die Anweisung erhalten, euch hindurchzulassen, wann immer ihr euch nähert. Ihr dürft passieren, der Fürst der Dragovianer wird euch gewiss schon auf dem himmlischen Podium erwarten. Darf ich dann durch? Ich war zugegen, als der Fürst der Dragovianer das Ritual begann, mit dem er seine menschliche Gestalt aufgab. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass die Dinge sich so entwickeln würden. Oh, tapfere Menschenkrieger, das Schicksal der Dragovianer liegt in euren Händen. Darf ich nicht durch? Ach da, meine Güte. Now listen to me carefully. I cannot approach the Lord of the Dragovians in his present state, lest he drain my own strength away. Thus, I cannot accompany you to the dais, but I'll be fighting alongside you in spirit. I believe in you. I know you can bring the Lord of the Dragovians back to his senses. Nice. Oh, die Musik. Yes. Huch. Never mind. War doch nicht Munchkin. Okay, keine Karte hierfür und daher kamen wir und wir haben jetzt drei Wege, wir gehen erstmal den linken. Ich freue mich schon mal auf die Gegner, die jetzt hier kommen werden, wahrscheinlich als neue Gegner. Na, the fuck is that? Blitzgewitter. Zauber. Nein. Fähigkeit. So. Zauber. Kaboom. Und zack. Mal gucken, wie stark die sind. What? Ja, die machen schon Schaden. 103, ach du Scheiße. Alter, dein Ernst? Die wollen sie jetzt verarschen, oder? Ich treffe die nicht. Das ist ja Bullshit. Alter. Der dodge zweimal. Alter, die wollen mich doch jetzt verarschen, oder? What the fuck? Das ist hart. Holy shit, okay. Ich sollte aufpassen. Aber warum habe ich gerade nicht getroffen? Also. Ja, so. So. Warte. So. Nochmal. Und Zauber mit Multiheilung. Wie ekelhaft sind die Gegner hier? Schon wieder nicht. Also können die keine Magie keine Magieschaden kassieren.
Und das überleben die wieder. Okay, das macht immerhin keinen Schaden. Alter, die leben immer noch. Holy shit. Und jetzt greift er an. Oh, das tut weh. Uiuiuiuiui. Und er greift auch an. Bitte kein Kaboom. Oh, zweimal konzentrieren, okay. Alter, scheiß die Wand an. Nochmal. Zack. Ja. Zauber. Ne, Fähigkeit war das. Warte, Muttermacher? Ja, und dann. Diesen Shit. Immerhin ist er jetzt down. Holy shit, Alter. Harte Gegner. Hoffentlich sterben jetzt alle. Alter, Jengis, bitte finish die. Nice Dodge. Das ist ein 20er sogar. Holy shit. Okay, jetzt sterben die. Alle jetzt draufhalten. Bong, 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 bong. Holy shit, das war härter als gedacht. 2092 nur? Ich habe schon mehr erhalten durch krassere Gegner. Mega Heilung. So, holy shit, ich habe schon echt krasseres erhalten. Okay, oh, da geht's hoch. Okay, gegen die kämpfe ich nicht nochmal, die geben nicht mehr so viel XP. Bullshit, ey. Okay, nice zu wissen, dass es sich schon mal hier nicht lang geht. Alter, holy fuck, dodgen die, dodgen die, dodgen die. LOL, die kenne ich ja noch. Fähigkeiten. Ne, wir greifen an. Fähigkeiten. Zauber. Kaboom. Und schimmernder Schuss. Let's go. Nice, immerhin treffe ich die. Nein! Lol, er greift zweimal. Zum Glück war es nicht so viel Damage. Nice, lach dämlich, please. Nice, einer down. Okay, das sieht schon mal viel, viel besser aus. Zack. Kaboom und du kannst ja ein bisschen. Na, never mind. Wir machen das dann. Nice Damage. Und er ist jetzt auch down. Nice. Nice, jetzt muss noch der sterben. Nice. Und wie viel XP? 1000. Alter, die lohnt sich ja überhaupt nicht. Holy fuck, sind die schlecht. Ich glaube, ich kämpfe hier nicht mehr. Das kostet mich nur Mana. Das ist ja mega Bullshit. Holy shit. Okay, gibt es hier überhaupt noch was, Alter? Oder ist das einfach nur ein schicker Weg? Oh, da ist eine Truhe jedenfalls. Ich will jetzt nichts übersehen. So. Gefährliches Bustier? Hab ich das jetzt zweimal? Oder wie war das jetzt? Tatsache. Alter, warum...
Nö, gegen euch habe ich keine Lust mehr. So, beschleunigen wir das mal ein bisschen. Bup. Auch wenn die Musik schön ist, so viel Zeit verschwenden will ich nicht. Ne, danke. Renn. Hier waren mal Gräber. Der Grabstein ist alt und verwittert. Es ist unmöglich, die Inschrift zu erkennen. Wird er wahrscheinlich bei allen sagen. Außerdem hier ist ein Blumenstrauß. Es ist ein Grabstein. Die Inschrift lautet: Dies ist die letzte Ruhestätte meiner geliebten Tochter Xia. Okay. Und wieder verschwunden. Nö. Wir gehen diesmal anders lang, und zwar da lang. Ne, wir machen es anders. Und zwar gehen wir hier lang. Ne, kein Bock. Wir haben echt keine Zeit mehr zu verschwenden. Ich könnte hier zu lange rumtrödeln, aber darauf habe ich echt keine Lust. Oh lol. Tschüss. Mein neues Gesicht. Okay, hier lang. Tschüss. Kurz mal langsamer machen wieder. Denn hier ist eine Truhe. Mini-Medaille, nice. Oh, hier geht's lang. Und dann habe ich zwei Wege, die ich aussuchen kann. Der linke Weg ist ja zum Glück abgebrochen. Wir sind fast da. Nee. Ihr könnt mich mal sowas von fett. Kein Bock gegen die. Ich treffe die ja kaum. Bevor ich die Treppen hochgehe, mache ich einen Safe State. Denn man weiß nie, was uns hiernach erwarten wird. Zack. Und weiter geht's. Oh, wie schön gemacht. Es geht immer noch weiter. Holy shit, Alter, ist das riesig. Oh, da ist ein Podium, wie es aussieht. Nö, auf was habe ich keine Lust. Oh, da ist eine Truhe. Schon mal den richtigen Weg ausgewählt. Noch eine Medaille, okay. Wir haben aber schon mehr als genug jetzt, weil 110 das Maximum ist, soweit ich weiß. Nein, unheilige Bischöfe. Tschüss. Und hier kamen wir hoch, okay. Und wir gehen erstmal rechts hoch. Weil da geht es anscheinend nicht weiter. Ja, da geht es nicht weiter. Okay, dann können wir wieder zurück. Höllenwächter, nö. Keine Lust. Wir haben schon ein hohes Level. Aber trotzdem sind die noch gefährlich, wenn ich die einen Gegner nicht treffen kann. Kann, wird auch immer. Okay, hier war nichts. Wir schauen mal nach oben. Und noch eine Truhe. Stück Orikalkum. Und da ist noch eine Truhe. Diener der Finsternis. Ein Drachenschädel. Nicht schön. Ah, ein Schädelhelm. Nice. Dann kann ich ja nochmal eine dieser Dinger machen. Perfekt. Wie ging das nochmal? Einen Moment. Kurz. So, ich brauche davon eins. Dann brauche ich von einem Tattoo eins. War es richtig? Warte kurz. Das hier,
das hier und Brandkraut war das, glaube ich. Ich probiere es mal, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Oder warte ich, bevor ich was falsch mache und das Item für immer verliere. Timbrel of Tension. Das war aber definitiv dieses komische Ding. Nevermind. Ich brauche einen... Ich brauche erstmal... Wo ist das? So, was wir jetzt machen? Alchemiekessel? Das ist im Wagen. Ah, okay, hier kann ich das nicht machen. Okay, da hat sich alles geklärt. Weil ich kann mir wieder einer dieser Dinger machen, die ich Angelo gegeben habe. Die sind ziemlich praktisch, die Fokus-Tamburins. Die können uns alle stärken. Also Konzentration von allen steigern, das ist ziemlich praktisch. Und ein Gegner, bevor wir da sind. Und nee, überhaupt keinen Bock auf den Linken. So, bevor wir jetzt hochgehen. Nochmal hier speichern. System. Speichere Spielstand. Zack. Okay. Let's go. Da. Oh, das ist ein Drache. Okay, dann kann ich hier nochmal besser speichern. Ist hier was in der Nähe? Obwohl, ne, ich speichere nicht. Kann ja sein, dass wir gleich in einer automatischen Cutscene sind und das sowieso verkacken. Hier ist nichts und hier scheint auch nichts zu sein. So. Themselves as sacrifices. Very well. Your wish is granted. Der Fürst der Dragoviana nähert sich. Okay. So, Taktik, konzentrieren. Fähigkeit. Na, Zauber. Megastärkung. Jessica. Beschleunigung. Gepäck. Und benutze erstmal da. Benutzen. Let's go. Nein! Wieso prallt das ab? Okay, das kann er locker aushalten. Nice, immerhin Verteidigung geht hoch. So. Dann. Kämpfen, Konzentration. Jengis macht Zauber, Megastärkung. Jessica macht Zauber. Energieschub auf Ratchet, hoffentlich blockt er es nicht. Und Angelo macht wieder Focused Amburi. Benutzen. Ach, come on! Egal, dann machen wir es ohne die Scheiße. Ich muss es. Das Schild ist echt scheiße. Nice. Ja, ja. Oh, zum ersten Mal Super Saiyan Mode. Oh, yes. Wow, Jessica ist fast tot. Aber es gibt erstmal Rache. Kämpfend, Fähigkeiten. Drachenseele. Zauber, nein. Fähigkeiten. Ne, Zauber. Megastärkung. Jessica macht eine Fähigkeit. Ne, Zauber, Energieschub, hoffentlich geht das durch. Und Zauber, Vollheilung, Jessica. Nice, ging sogar noch durch. Perfekt, wie viel Schaden mache ich jetzt? Holy shit.
Ja, ist gut. Okay, wir sind alle Max. Nice Dodge. Jetzt. Oh. Bam. 4000 Schaden und er lebt noch. Holy shit. Das war cool. Okay, das war geil. Das war geil. Direkt konzentrieren. Fähigkeiten. Wir können ja Scharfrichter machen. Zauber. Ne, konzentriere dich jetzt auch. Gepäck. Benutzen. Alter, das wird nice. Oh, Jessica schon auf 50. Und Angela auch. Nice. Boah. Okay. Nice Dodge. Oder nee, Fehlschlag. Okay. Okay, nice. So, dann. Wir machen dann Konzentration noch einmal. Fähigkeit Scharfrichter. Sie macht ihren Skill und zwar Schmurgel. Und Angelo macht dann das hier wieder. Nevermind. Hat vom Timing her nicht geklappt. 600, holy shit. Nice. Junge, holy shit. Episch. Oh, verfehlt, scheiße. Schade, konnte nicht erreichen. Okay, die kann uns nichts mehr anhaben. Oder der kann es nicht mehr anhaben. Rein gar nichts passiert. Und jetzt Multischuss. Jetzt gibt der Multischuss. Komm. Dann machen wir Drachenseele. Scharfrichter. Konzentration. Fähigkeit. Oder haben wir einen besseren Skill? Ne. Multischuss. Let's go. Das freut mich jetzt schon. Bam! Alter, 2000 Schaden, er lebt immer noch. Und wieder verfehlt die Engels. Come on, boy. Bam! Okay, down. Aber holy shit, wir haben halt ordentlich damit reingeballert. Wir sind auch ein bisschen overlevelt. Der Fürster Dragoviana ist besiegt. Jedes Mitglied der Gruppe erhält 12.680. Nice. Lässt seine Schatzruhe zurück. Öffnet sie. Ein Talentsamen. Nice. Perfekt. Alter, geiles Design. What have I done? After the ritual, everything felt wrong. As though I were entangled in the threads of some enduring nightmare. Das Design sieht so geil aus, ne? Humans? What are humans doing here? No. I remember now. You confronted me when I was out of control. Brave humans, you have my gratitude. Had you not put an end to my madness, it would have meant the end of the Dragovian race. I decided to abandon my human form, yet it was humans who rescued me. It appears my decision was a grave mistake. You! How can this be? Oh. You saved me. No. You saved all of the Dragovians. What a strange hand fate has dealt us. How come he knows who you are, Gav? And what's all this about fate?
Ah. It seems you remain unaware of your true origins. Or perhaps your memories have yet to be reawakened. Very well. You are the child of a human father and a Dragovian mother. The blood of both races runs through your veins. Holy. But of that I will speak no further. Consult your grandfather if you wish to know more. Großvater? Chen Mui, I sense your presence. Reveal yourself. I should have known your penetrating gaze would see through my disguise, my lord. Forgive me. I apologize for hiding my identity from you for so long. I am your grandfather. I disguised myself as Munchie so that I could travel alongside you and see that you were all right. I understand you must be shocked. Anyone would be. Ja, die Blicke verraten schon einiges. Vor allem Engels Blick ist gut. And now I will fulfill my promise to unravel the mystery of your birth for you. It is quite a long tale, however. May I suggest we adjourn to my home, where we can speak at our leisure. Klar. Very well. I shall transport you back to the sanctuary. Please visit me again once Chen Mui has satisfied your curiosity. There is still much for us to discuss as well. You have earned the right to undertake the Dragovian Trials. Ah, home again. Home again. The power of the Lord of the Dragovians is a wondrous thing. Einen Moment, ich komme sofort. Ja. Man sieht mich, ich verstehe. So, einen Moment. Hab's vollkommen vergessen. Ja, ich hab's aber durchgehen lassen. Alles gut. Well then, there is something I would like to give you. Follow me. Ich spiele das zu Ende, dann komme ich. This is a keepsake of your mother, Xia. It was given to her as a present by your father. Does the jewel set in the ring seem familiar at all? I thought it might. It's an Argon heart, obtained by your father 20 years ago, during his initiation as Prince of Argonia. Ooh. Long ago, some 20 years previous, a curious Dragovian girl by the name of Xia decided to visit the world of the humans. There, she chanced to meet a young prince named Eltrio. It was love at first sight. But her father, Chen Mui, none other than yours truly, objected. He took Xia back home to the Dragovian Sanctuary so that the couple could never meet again.
He thought it was the right thing to do. He believed there would never be any way for a Dragovian and a human to build a happy life together. But he was wrong. His foolish decision caused no end of sadness and tragedy for his beloved daughter, Shia. Shortly after Chen Mui forced his daughter back to the sanctuary, a human body was found just outside. It was Eltrio. He had fought desperately to find Shia again, but died just before reaching the gates of the sanctuary. The death of her true love wounded Shia to her very soul. She plunged into an inconsolable sorrow. Her life ebbed away from her day by day. One day, even while absorbed in her grief, Shia realized that she was pregnant with Eltrio's child. Every single one of the Dragovians objected, but she stood firm and decided to keep the baby. Shia delivered a healthy baby boy, but in her weakened state, she never recovered from the strain of childbirth and passed away soon after. The Council of Elders convened a discussion to decide what should be done about the half-human, half-Dragovian child. It took several years, but finally, the Council of Elders announced their final decision. The child's memory would be sealed away, and he would be banished from the sanctuary forever. Needless to say, by this time, Chen Mui had changed his mind. He argued against the cruel and closed-minded decision at great length. But the Council of Elders refused to reverse it. Chen Mui cursed himself for his powerlessness. Shortly thereafter, the Lord of the Dragovians used his power to seal away the child's memories, and the boy was expelled from the sanctuary. The boy was Chen Mui's last remaining connection to his only daughter. He knew he could never truly abandon the child. So, Chen Mui begged the Lord of the Dragovians for permission to follow his grandson into the human world. The Lord of the Dragovians told Chen Mui that he would only allow it if Chen Mui disguised his true appearance as a mouse. Eine Maus? Ich dachte, das wäre ein Hamster. And never spoke directly to the boy. Considering the hardship his grandson would be facing as an exile and an orphan in a totally new and unknown world, Chen Mui made up his mind at once. He transformed himself into the likeness of a mouse and chased after the boy as quickly as he could. And now you know the whole story. My apologies for keeping it from you until now. Please forgive this doddering old man. Not bad. As for the ring, I would like you to have it. I think Shia, your mother, would have wanted it that way. Argonring is mine. Perhaps you should have another look around the sanctuary. Or would you like to hear the story again?
Nee. Hardly a surprise, given the length of the tale. Let us make our rounds of the sanctuary and tell everyone of your valiant service to the Dragovian Elders. Nice. Nee, wir wollen ja gleich gemeinsam spielen. So. Ich gehe erstmal speichern. Hoffentlich kann ich speichern und werde nicht in die nächste Cutscene geschmissen. So. Die Kirche war ja hier. So. Dann schnell nach oben. Ja, speichern. Ja. Sorry, Turm, beim nächsten Mal, ja? Beim nächsten Mal. Du musst auch dann regelmäßig bei mir zugucken. So. Alles gut. So. Ich schaue mal kurz. Ne, wir sind Tier 4. So, dann würde ich halt sagen, ich beende das und mache beim nächsten Mal weiter. Ciao. Ich hoffe, das wird nicht... Wenn nicht, mache ich den zweiten Safe State. So. Ja, wir gehen dann erstmal raus. Mal gucken, wie lange uns dann erfolgt. Folgt er uns noch? Okay, keine Katzi. Ne, okay. Dann können wir uns ja direkt teleportieren. Okay, der Stream sieht auch nicht mehr so scheiße aus. Vorher sah der immer ziemlich garbage aus. Okay, der verfolgt mich noch. Dann. Kirche am Meer. Tschüss mal, mein Opa, mein Freund, was auch immer. Guck mal, Alter, der Stream sieht tausendmal besser aus und es läuft. Ich guck mal kurz die Auslastung. 60, 88%, 61. Okay, müssen wir erstmal hinnehmen. So, einmal hier übernachten. Gut, dass wir das schon mal gemacht haben. Leckt der Stream? Das wird scheiße, Leute. Ich dachte schon. Und dann noch einmal hier speichern. Und dann begeben wir uns auf die letzte Schlacht. Ja. Hoffentlich ist auch alles im grünen Bereich. Momentan ja. Wir nehmen diesmal den oberen, weil ich will nichts falsch machen. Ja, wir wollen fortsetzen. So, hoffentlich laggt es gar nicht, ey. Das wäre jetzt furchtbar, im letzten Kampf zu laggen. So. Wir begeben uns schon mal jetzt. Da war's. In die Schlacht nochmal zu Rapthorn. Let's go. Das ja. Let's go. Huch. Moment mal. Muss ich wieder die ganzen Sachen machen? Ach, never mind. Ich muss dazu Impichu. Muss nur kurz finden, wo Impichu nochmal war. War es nicht hinter uns?
Nee, da war es nichts. Ah, ich bin blöd. Wo war nochmal Impichu? Ich bin echt blind und vergolde nur Zeit. Impichu, Impichu, Impichu. Weißt du was? Bevor wir zu viel Zeit verschwenden, wir teleportieren uns einfach dahin. Ich kann mir nie merken, wo die Orte sind. Und Teleporter Gate? Impichu. Dann sehen wir ja, wo es war. Ah, ganz unten. Na toll, ich bin doof. So, dann war es ja hier irgendwo, ne? Da. Dann begeben wir uns auf die letzte Schlacht. Empyrea oder Ramia? Na? So. Ja. Auch ich habe gefunden, was ich suchte und bin seit kurzem wieder zurück. Nice. Ich möchte euch etwas geben, was ich gefunden habe. Aber so kann ich das nicht. Bitte räumt euer Gepäck auf. Achso, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Warte, bevor wir das auch machen... warum hier auch ein Goldklumpen ist. Transfer. Zack. Transfer. Und Transfer. Jenges. Transfer. So. Einen Moment. So, jetzt haben wir das auch ausgerüstet. Und jeder hat jetzt einen Platz im Inventar frei. Let's go. I have located that which may be this world's last hope. Now I entrust it to you. The Scepter of Trodane! Careful with that! It's full of hocus pocus! Don't touch it! There is no cause for alarm. The Scepter no longer harbors Rapthorn's soul. Now it holds only the souls of the Seven Sages. Over the passage of its long history, the truth behind this scepter has been lost. In the beginning, it was crafted by the hands of the Seven Sages under my instruction. And they gave it a name. They called it the Godbird Scepter. You will need it
if you are to break the dark shield around Rapthorn. Only when it is broken will he become vulnerable. Only then can you fight him. I will fly you to his location. The Lord of Darkness will engage you in mortal combat. But you must endure his attacks as you pray for the power of the scepter. When the four of you pray for its power in unison, one by one, you will summon the souls of the sages to unlock the power of the orbs. I can give you no more advice. Do you understand what you must do when you face the Lord of Darkness? Yep. Then we cannot afford to delay this battle any longer. Are you ready? Yep. You must fight him now. Take the scepter. Mhm. Let's go. Campen. Gepäck war das und dann Göttervogelzepter. Gepäck, Göttervogelzepter. Jetzt, ich krieg gerade Flashbacks, weil ich die ganze Zeit lesen musste. So. Und so. Ja, passiert nichts. Ja, der ist tanky genug, ne? Ja. Der erste schon mal. Gepäck, Göttervogelzepter. Ich höre es auf zu lesen, ich krieg sonst... Ich werde sonst getriggert. So. Ja, noch macht er nichts, ne? Zwei, fehlen nur noch fünf. Huch, da. So, drei, vier. Mhm. Wir werden den Kampf sowieso wahrscheinlich in ein paar Runden beenden. Wird nicht lange dauern. Ui, das war doch viel Schaden. Oh, jetzt laggt der Stream ein bisschen. Ich hoffe, das Video laggt nicht. So. Natürlich ging es nicht durch und hoffentlich nicht Jessica. Und es ist Jessica. Aber sie überlebt. Sie ist tough. Ja, alles gut.
Das war der... Boah, es leckt im Stream. Das ist schon nicht schön. Ich muss kurz nachgucken, ob das auch im Video leckt. Wenn nicht, muss ich dann ein drittes Mal da durchgehen. So. Ja, ich hoffe, das Video leckt nicht. Sonst muss ich alles nochmal machen. Das wäre echt nicht schön. Dabei dachte ich, dass ich etwas gelöst hätte. So. ...86% Der jumpt manchmal schon hoch. So, ja, ja, die Energiewelle. Uiuiui, Jessica belebt. So. Ich habe mal ein paar Sachen auch noch geschlossen. So, dann... hoffe ich, überlebt das noch Jessica. So. Oh, oh, das wird jetzt knapp. Okay, doch nicht. So, Gepäck. Komm, wir riskieren's. Ist ja nicht so schlimm. Da. Und das letzte Mal. Beißt die Zähne, Jessica. Ist das der letzte? Ja, war doch. Upsala. My beloved kin, we sages have done all that we can. Now our dear world, our future lies in your hands. Protect it well. We will be watching you. Farewell, my beloved kin. Farewell, Imperia. Jo, und jetzt beginnt der Endkampf. Nice, let's go. Konzentration. Ah, oh, der Stream hat ein bisschen gelaggt, das war nicht schön. Fähigkeit. Obwohl, die sind ja alle gehalten, aber meint. Konzentration.
Konzentration. Angelo macht dann Gepäck und benutzt Fokus-Tamburin. Wir beenden mal die Sache ziemlich schnell. 20. Nice, ist nicht so schlimm. So. Und es laggt im Stream, das ist nicht schön, ey. Egal, ziehen wir jetzt durch. In der Hoffnung, dass das Video gut ist. Wenn nicht, machen wir es nochmal. Konzentration, 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 Gepäck und Fokus-Tamburin. Ah, hat nicht ganz funktioniert. Hat nicht ganz funktioniert, okay. Aber Jengis! Jawohl! My boy! Holy shit, der ist mutig! Überleben die easy. Nein! Okay, hat nicht ganz funktioniert. Scheiße. Obwohl, Jengis? Ja, Jengis ist auch scheiße. Konzentration nochmal, den ganzen Scheiß. Wir ziehen es durch. Ich will es einmal durch. Upsala. Egal. So. Wir ziehen es durch. Die überleben das easy. Meditieren? Ja, toll. Bringt die rein gar nichts, mein Sohn. Konzentration. Zauber, Mittelheilung auf Angelo. Konzentration, Gepäck, Fokus-Tamburin. So. Oh. Goddess of Mercy. Oioioi, upsala. Okay. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Der Bosskampf ist ja schwerer als erwartet. Okay, wir machen es nicht mehr. Wir machen es anders. Wir machen es komplett anders. Konzentration. Zauber. Einer für alle. Nicht auf Jengis, bitte. Es ist natürlich auf Jengis. Oh, wir müssen nochmal versuchen. Obwohl, er hat überlebt. Nice. Jengis ultimativer Skill. Ich hätte den Kampf echt einfacher eingeschätzt. Konzentration. Zauber. Wiedergeburt auf Jengis. Angelo Gepäck. Fokus Tamburin. So, diesmal machen wir es anders. Und bei der nächsten Runde greifen wir an. Ich glaube, ich muss auch Movement Speed erhöhen. Also halt Beschleunigung machen, weil sonst wir zu langsam sind. Keine Energiewelle, bitte. Keine Energiewelle, bitte keine Energiewelle. Gut, gut, gut. Sehr schön. Dann, kämpfen, Fähigkeit, Drachenseele, Zauber, nein. Fähigkeit, Scharfrichter. Kann er nicht, Helmspalter dann. Zauber. Schmurgel, wo ist das? Da. Gepäck. Fokus-Tamburin natürlich. Schaden fast.
Jawohl, der Angriff geht durch. Bam. Jawohl, 2300 Schaden. Oh, es laggt im Stream so sehr. Ich vermute echt, dass ich es nochmal neu machen muss. Alles gut, 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 gut. Uiuiui. Jawohl. Konzentration, Konzentration. Konzentration, Zauber, Multiheilung. Jawohl, Jessica greift gleich nochmal an. Oh nö. Scheiße. Doch nicht so einfach wie erwartet. Aber wäre auch dumm, ne, wenn die den gleichen Kampf nochmal machen würde. Helmspalter oder. Ne, 8 Axis Bösens. Konzentration. Ne. Zauberbeschleunigung. Damit wir mal ein bisschen schneller sind. Wo ist das? Bin ich doof? Da. Gepäck. Fokus-Tamburin. Vielleicht kriege ich das ja hin, den Lüfter dann auf volle Power zu setzen. Vielleicht leckst du dann nicht mehr so sehr. Aber momentan sieht es okay aus. So, dann. Konzentration. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Stufe da ist. Konzentration. Konzentration. Zauber. Schmurgel. Gepäck. Fokus-Tamburin. Ein bisschen Schaden müssen wir noch machen, ne? 50, nice. Und jetzt auf volle Power. Und keine Energiewelle. Ah, schade. Ich hätte angreifen sollen, weil wahrscheinlich kommt jetzt Energiewelle. Ah, das wäre echt scheiße. Oh, never mind. Ich sollte jetzt vielleicht all in gehen. Wir können es ja mal probieren. Fähigkeiten. Drachenseele. Fähigkeiten. Nicht Helmspalter, der andere Skill. Zauber. Schmurgel. Fähigkeiten. Multischuss. Nur dreimal. Schade. Ja, 4 Schaden, nice. Bam. Ja, hat gereicht. Blum. We done it, Gav!
We only went and bleed and done it. Hmm. At last, I can finally go back and tell Bangers and Mash it's all over. And I have something to tell Alistair too, that he was right all along. I only made it this far because I followed my heart. Hmm. Who'd have thought we'd ever manage it? Hmm, should be an interesting anecdote for the ladies. Hmm. I'll bet Grandad and the Orcs Princess would be having a whale of a time by now. They must be back to normal at last. I'm half surprised the old codger ain't turned up to surprise us, as usual. But even he couldn't spring up in a place like this, eh? I transported your friends back to their homeland. Each one of you is a great hero. Yangus, Jessica, Angelo, and of course, you. I will never forget your strength and courage. You remind me of the Seven Sages. You humans never fail to surprise me. It is time to land. Your friends are eager to see you again. Upsala. Here we are. Now you can be with your friends again. Ah, there you are. Welcome back. I saw you all in action. My wonderful men. You were magnificent. I ain't one of your men, Grandad. Neither am I. And I'm a free agent. Hmm? Of course, of course. And I suppose you weren't magnificent either. Wise bird! A god! Are you leaving us already? This world is in no danger now. My path leads to other worlds. I see. Well, anyway, we are in your Wait a minute! Aren't you forgetting something? What about the princess and I, hmm? Just how long are we going to have to suffer this outrageous curse? Well, the power of Rapthorn's curse is weakening. It will not be long now. Really? Splendid! I feel much better for hearing that. Well, I don't know where your next destination is, but take care. Is it proper to tell a god to take care? I am not a god, nor is my real name Imperia. These are but the names you humans have given to me. I was known by a different name in the land of my birth. There I was called Ramia. But now
I must leave. Goodbye, brave humans. It has been an honor to have known you. It's taken you this long to notice? A personality as rich as mine always sparkles. Nah, I mean literally. Take a look at yourself! Hmm? Ooh! Hideously ugly guys. But you don't look no different. You look exactly the same as before. What did you say? Are you blind? Dazzled by my striking appearance, no doubt. Wait. This is no time for an argument. Where's the princess? Where is my beautiful Medea? Hello, everyone. Medea! You're back! Oh, my beloved Medea! At last. At last the curse is lifted. Everything is back as it should be. Father. Hey, look. My castle is back to its old self, too! Trodain is restored! The glory returns! Everyone, this calls for a banquet! Prepare a feast! Das kennen wir ja. Ich hoffe nur, dass ich nichts in den Aufnahmen verkackt habe, weil ich die Streaming-Qualität etwas höher geschraubt habe. Aber es ist ein schönes Ende immer wieder. Aber es wird diesmal anders.
Einige Monate später. Gav! Hey, hey! Long time no see, eh? I ain't seen your mug since we polished off that fat geezer. I've been playing it straight, Gav. None of that dodgy business I was up to before I met you. Yeah, I've been doing a bit of trading, you know, bits and bobs like. Been sailing round and selling stuff in all the places we went to together. This bird, mate of mine's been bugging me for ages to help her with it. So here I am. You're looking at Yengus, the important exporter now. Anyway, I heard your big news. So you're head of the palace guards then, eh? Diamond. I'm well chuffed I can help you out on your first big job and all. And it's for none other than our darling horse prince. Oh, listen to me. She ain't an horse anymore, is she? So we're escorting the princess to a wedding at Savella Cathedral, right? Oh, I don't know, though. Beats me why she's still marrying that charmless bloke, after all that's happened. Oh, yeah. Nearly forgot. I was supposed to give you a message from this old minister I saw on the way over. Seems the princess is ready to deport now. So you can go and fetch her from a room, like. I'll be waiting down in the courtyard then, eh? See you in a bit. Okay. So. Und ich nutze diese Möglichkeit, um kurz zu checken, ob alles in Ordnung ist. Bis gleich. So, das Positive ist, es hat nicht geleckt im Video. Das heißt, wir können das Ende schon mal durchspielen. Und hab ein bisschen runtergeschraubt für den Stream. Man weiß ja nie, ne? So. Und da ist natürlich unser Boy. Ah, it's been a while. I came as soon as I heard the news. So, it seems we'll have the honor of escorting the lovely princess. I just ran into Yengus too, same as ever. I'm a busy man, as you know, so I wasn't too thrilled at first at having to drop everything and come over. But it is good to see the old gang again. Anyway, are you really all right with this wedding going ahead? You don't have to stick around if it's too hard for you. Just do what you have to do, my friend. Like I did when I left the Abbey. Angelo's so wonderful. You know, he looks after children who don't have anywhere else to go. Don't you? He says he wants to repay all the kindness Abbot Francisco showed him when he was all alone in the world. Isn't he just the sweetest man you ever met? Hey, no need to tell the whole world. I have a certain image to maintain with my admirers. Well then, see you in a bit. I'll be down in the courtyard taking a break. Come and find me when you're ready. Naja, jetzt müssen wir nur noch Jessica finden. Falscher Ort, upsala. Okay, die CPU ist immer noch hart ausgelastet. Der Fuck, muss ich dann nochmal runterschrauben?
Wo war es denn nochmal? Hier muss es sein. Hey there! Long time no see! How have you been? You look pretty well, that's for sure. But how come you haven't visited me in Alexandria? I've missed you. You know, I was planning to go off and live on my own, but my mother was so worried I ended up settling down back at home. I guess the time I spent away from her made us both realize what's truly important to us. We get on really well now. I'm not much of a replacement for my brother, but I've decided to stay and look after Alexandria. With everyone's help, of course. But enough of that. Have you heard? Apparently Yangus and Red have teamed up now and they're doing something together. Can you believe it? Last I remember, they couldn't exchange two words without three insults. I wonder what went on between them. Huh? You're on your way to pick up Princess Medea? Yeah, I guess it's time to get going. Okay then, I'll be waiting for you down in the courtyard. Jo. Nur noch Prinzess Medeas Zimmer aufsuchen und die müsste vielleicht hier sein, I don't know. I suppose this is the last time I'll play the piano like this in here. I wonder if there'll be a piano I can play in Argonia. Thank you for coming. Is it already time to leave? Yep. I asked the minister to have you call on me so that we could take one last walk through the castle, alone together, just like old times. Okay. I know it's not quite time yet, but I wanted to say goodbye to you properly. To the times I've spent here in Trudaine Castle, with you, will be memories I shall treasure for always. I have to marry the Prince of Argonia to fulfill my royal duty. And you have to... Please continue to serve my father and protect Trudaine, just as you always have. Oh. So then, shall we go? It won't do to keep people waiting too long.
Well, so this is Savella Cathedral. What a perfect place for a grand royal wedding. Excellent work, young man. You did an admirable job of escorting us. Your duty here has now been fulfilled. You shall stay the night at the inn and return to Trudaine tomorrow. But I thought they'd all be attending the wedding. I'm sorry, Princess, but I'm afraid that won't be possible. Well, pleased to make your acquaintance indeed. I am Prince Charmelay of Argonia. Goodness, you must be Princess Medea. Charmed, I'm sure. One look at you is enough to make me forget all the other beautiful girls I've ever met. I'm the luckiest man in the world to have you as my wife. Blimey. What's with all the romance? I didn't know you had it in you, Charmless. It's Charmelay. Oh, aren't you those servants from the initiation? No doubt you're here because you heard the news of my wedding. Well, I'm afraid this is as far as you can come. I can't possibly have commoners like you at such a grand royal affair. It's not as if you're aristocracy or wealthy or, well, anything. That brat is unbelievable. Can't let us in on account of our being too common, indeed. The preening little snob. It's been a while since the initiation, but he is still just as obnoxious as ever. And yet tomorrow, he's going to be marrying the princess. Can you believe it? Wait a minute. The ring. You still have the ring, don't you? The one that belonged to your father. If you have it with you, go and show it to King Clavius. If he knew you were his nephew, he might just change his mind about this ridiculous marriage. Go and find him at the Lord High Priest's place and see what he says. It has to be worth a try. Oh, neue Musik. Aber ja, das war das, der Blick von Determination. Determination und so, ne? Können wir jetzt einfach so reinplatzen? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Du kannst nicht gehen, ohne mit König Clavius gesprochen zu haben. Ach, stimmt, da müssen wir nach oben wahrscheinlich. Glaube ich. Wir schauen mal. Ein neues Ende. Adventurer I gave the royal magic mirror to some time ago. What brings you here tonight? You look like you have something important to tell me. König Clavius den Argonenring zeigen? Ja. That ring. It's set with an Argon heart. How on earth did you acquire it? I must admit that your tale is enough to give even me pause. It sounds as if you truly are Eltrio's son. How else could you possibly know all the things you just told me? If my brother had not left his country behind to go after your mother,
he would be king of Argonia now. And if you had been born a prince, then I suppose it would be you marrying Princess Medea tomorrow. But those are just what-ifs. It would throw the kingdom into turmoil if another heir appeared at this late hour. I cannot possibly recognize your claim. Please try not to think badly of me. You must consider the subject closed. Please leave now. Hat wohl nicht funktioniert. Ja. Tschüss. Da müssen wir schauen, was wir jetzt machen können, ne? Wir sind eigentlich der rechtmäßige Throninhaber. Aber uns wird einiges verwehrt. Ist überhaupt richtig? Und dann kam der Morgen. Rise and shine, Gav. The princess will be getting itched in a bit. We've come all this way. We should at least try and get a glimpse of her all dolled up. I'll go on ahead then, eh? I'll be waiting in front of that big church. So. Wo ging's raus? Hier. Da warten schon die anderen. We thought you weren't coming. The ceremony's already started. It's bedlam up there with all those people. I doubt anyone would notice you among the crowd. Achso, Ulla. Ja, schleichen wir uns rein. Wir kennen ja das gleiche Spiel. Das Spiel, das war ja das gleiche wie vorhin. Ach, vorhin sag ich schon. Wie vorher. What a crowd! I can't see a thing from here! What's going on? Has it already started? People are saying that the bride looks stunning. I wish I was more like her. I'm more interested in seeing the new Lord High Priest than the bride and groom, but it's impossible to see anything from here. Congratulations, Princess Medea! Congratulations, Prince Charmels! Hey, stop pushing! There you are, Gav. I knew you'd turn up. Right. This way, follow me. Well, we've got this far. Now we just have to take care of that knight. Let's go. Halt, ihr dürft erst näher kommen, wenn die königliche Hochzeitszeremonie vorbei ist. Ihr müsst eben vorne warten. Wollt ihr etwa behaupten, dass ihr eingeladen seid? Ja. Lügner, alle, die eingeladen sind, haben in der Kathedrale bereits ihre Plätze eingenommen. Ich hoffe, ihr habt nicht vor, euch den Zutritt zu erzwingen. Then pay with your blood. What? You leave him to me, Gav. Go on, in you go. Thank you.
Honestly, where has the princess got to? What's taking her so long? Hmm? What do you think you're doing? Are you trying to ruin my wedding? I won't stand for it. Guards, get rid of him at once. Wait. That will not be necessary. He has a right to be at this ceremony. I have reconsidered. You are the rightful groom. Uh-oh. Father? How can you say such a thing? I'm the rightful groom. Yesterday evening, the boy you see standing there gave me this ring. What's that? Is it an Argon ring? I don't understand. Only members of the royal family who've passed the initiation should have a ring like that. This ring belonged to my elder brother. It was Eltrio's ring. That boy is his son. It is only right that he should be the one to marry Princess Medea. No! I won't allow it! Princess Medea is promised to me, so I'm the one who's going to be marrying her! Pardon me for interrupting, Your Majesty. I've just received word that the bride is now ready to make her appearance. Open the doors! Allow the bride to enter! Blimey, Father.
Und das war das Spiel nochmal mit einem anderen Ende. Das war echt spaßig wieder. Konnte es endlich wieder beenden. Musste des Öfteren Pause machen, aber endlich habe ich es jetzt geschafft. Kann mich jetzt auch in einem anderen Spiel widmen. Aber ich muss jetzt gucken, welches. Ich habe jetzt genug Zeit, weil ich in Quarantäne stecke. Freue ich mich schon. Zum Glück nur milde Symptome. Ich wünsche, die würden nochmal ein Dragon Quest, so ein ähnliches Dragon Quest Spiel rausbringen. Ich finde generell schade, dass sie sehr wenige Dragon Quest Spiele im Stile von 8 und 11 rausgebracht haben. Weil ich mag generell den Stil. Vor allem die PS2-Ära hatte so viel Luft für geniale Dragon Quest Spiele geboten. Aber ja, hoffentlich wird erstmal 10 in den Westen geportet. Das wäre mal eine gute Idee. Die haben ja schon mal Interesse daran ausgesprochen, aber das jetzige Square Enix ist nicht mehr so das, was es mal war. Vor allem seit 2014 oder 15 war das, hat ja die Führungsposition oder generell die Führung gewechselt. Und die sind ein bisschen zu sehr auf das Geld gegangen, zu sehr kapitalistisch geworden, anstatt mal Spiele rauszubringen, die halt gespielt werden sollen. Und ja, das Stichwort wäre The Avengers oder andere Square Enix Teile. Aber es war schön. Da könnt ihr mal alle beobachten, wer mitgewirkt hat. Richtig schön. Ich weiß nicht, ob die Musik auch vorher mal da war. Ob das die gleiche war wie beim letzten. Wie bei den letzten Credits, aber ja, man weiß nie. Ich frage mich, falls wir das mit den beiden Zwillingern vergessen hätten, ob das auch in den Credits angezeigt worden wäre. Und ich würde mal gerne wissen, was die ganzen, ob es viele Media-Interaktionen gibt, wenn man die an den See bringt. Aber ja, das sind nur Wenns, also Ifs. Ja. Wir werden ja irgendwann den Dragon Quest 8 ja nochmal spielen, aber diesmal auf dem 3DS, aber das ist erst in der fernen Zukunft. Ich muss erstmal damit klarkommen, dass das Spiel, dass die Videos hochladen sollen, damit die nicht verloren gehen. Aber ich bin zu faul dafür, weil die Videos sind 10 GB groß, das wird lange dauern, bis ich hier hochgeladen habe, mal 10 Mbit die Sekunde. Ich habe mal geguckt, wenn ich das mit 10 Mbit hochladen würde, würde ich so knapp über oder ungefähr 2 Stunden brauchen. Ist halt ein bisschen blöd, aber ja, muss man irgendwann durch, wenn ich die Spiele auch hochgeladen haben will. Aber ja, das ist ein Anfang einer langen Reise. Ich habe noch so vieles vor und so viele Spiele, die ich noch zocken will. Das wird eine lange Reise, die ich vielleicht nie enden werde. Ich sollte mal mein Handy aufladen, denn ich muss morgen früh raus und zum Gesundheitsamt oder generell zum Testzentrum. Das arme Neos, wie es zerstört wurde. Ich sollte vielleicht überlegen, die Videos ein bisschen runter zu skalieren.
Und wir sind wieder zurück in Trotta. It's been a long journey. A lot has happened along the way, but it's all worked out well in the end. How curious to think that you would have been Prince of Argonia had things been different. Fate deals strange hands indeed. Well, pooh to those old promises made so many years ago. Now you two are free to decide your own destiny. Never mind that now, Father. Look, we're home. Home for good. Ende. Yes. Ich glaube, das war die Stelle, wo wir lange stecken geblieben sind. Obwohl, ne, wir müssen ja noch speichern können. Oder? Ich dachte, man dürfte noch speichern. Oder war es beim letzten Mal genauso, dass wir hier stecken geblieben sind? Scheiße, ich hab's vergessen. Schauen wir mal schnell nach. So. Und hoffentlich ist das nicht laut. So. Auf 0. Nee, das war das falsche Video. Das war... Hoffentlich... Ja, genau. Ja, genau, hier stecken wir fest. Aber wir konnten beim letzten Mal speichern. Jetzt nicht. Okay. Dann bis zum nächsten Spiel. Tschüss.